allererstes Interview und somit das erste Highlight hier auf Open Air Gampel TV. Bei uns zu Gast, unserem Basel-Graubünden, kommen wir nachher noch dazu, 77 Bombay Street. Wunderbare Band, habe ich bei dieser Street zuerst mal gehört. Geht mir seitdem nicht mehr aus dem Ohr. Welches könnte das sein? Welches Lied? Wahrscheinlich Up in the Sky. Millionaires. Okay, das. Okay, ja. Wirklich ein Ohrwurm. Ich habe Seite irgendwie, ohne zu hören, habe ich das Seite den ganzen Tag im Ohr. Nur an euch zu denken. Wunderbare Sache. Ihr seid jetzt erst mal am Open Air Gampel. Ja, das allererste Mal. Also noch nie als Besucher, noch nie. Aber schon sehr viel gehört davon. Schade, du auch nicht. Nein, leider auch nicht. Aber wir waren ja auch Zermatt Amplakt und konnten schon ein bisschen Walliser Luft dort schnuppern. Und für uns natürlich wahnsinnig jetzt auf der Gig hier. Wunderbar. Vier Brüder seid ihr. Unserer riesen Familie. 9 Stück, stimmt das? Also 9 Stück mit den Eltern. Mit den Eltern zusammen. Da gibt es Schwestern, gibt es euch. Genau, die älteste ist eine Schwester. Und dann kommen 6 Buben. Und wir sind 4 davon in der Band. Und jetzt merkt man irgendwie, es geht mehr Richtung Basler Dialekt, merke ich jetzt. Bei mir schon, bei ihm viel mehr Richtung Bündner Dialekt. Also es kommt extrem darauf an, mit wem der redet ist. Aber man kann dann auch ein bisschen Walliserdeutsch reden, weißt du? Alles klar, aber das testen wir jetzt gerade mal, oder? Was ist ganz typisch für das Walliserdeutsch? Hüre gut, glaube ich, oder wie sagen wir denn? Hüre gut. Hüre gut. Jetzt wird es noch schwieriger. Brief und M? Embrap. Brief und... Embry. Embry. Ist aber... ist noch gewesen. Ganz toller Bandname. 77 Bombay Street. Von wo kommt der? Der Bandname kommt von Australien. Wir haben dort in der Bombay Street gewohnt. In der Hausnummer 77. Und haben dort einfach eine coole Zeit gehabt als Familien und so. Und als wir dann zurückgekommen sind in die Schweiz, haben wir gefunden, es ist eigentlich cool und wir haben so schöne Erinnerungen gehabt. Es wäre einfach noch cool, so unsere Band danach zu nennen. Wie lange seid ihr da in Australien? Wir sind von 2002 bis ins 2004, also 2 Jahre lang mit der ganzen Familie denen in Adelaide. Wow, und da besteht jetzt noch Kontakt zu Australien? Facebook, oder? Facebook, da habe ich sogar noch eine Basis in Australien, ja. Jahrelang nicht mehr gesehen, aber per Facebook funktioniert das Gott sei Dank bestens. Songwriting, ihr schreibt, alle 4 schreiben Songs. Genau, ist es so. Also mehr oder weniger. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen am Einstudieren auf das neue Album her. Und da wollen wir das noch ein bisschen intensivieren. Das macht es auch spannend und macht uns mega Spass, wenn wir unsere Songideen meistens schon separat entwickeln, aber nachher in die Band reinbringen und dort weiter bearbeiten. Und zum Teil kann es dann auch so Situationen geben, dass man vielleicht die Melodie von etwas nimmt und dann halt noch den Text dazu macht und so. Ist aber das nicht mega schwierig? 4 Stück, also wirklich 4 Songwriter. Wir sind ja gewöhnt, dass 1-2 Songwriter da sind. Die anderen denken, wir sind froh, die liefern Songs und wir spielen diese Parts dazu. Ich bin auch natürlich recht kritisch mit 4 Songwritern. Gibt das nicht ab und zu mal so ein bisschen ein Puff? Es ist allgemein immer kritisch bei uns, weil wir sind 4 Personen. Wir haben nicht irgendwie, weißt du, einen Frontmann, wo sagt, was durchgeht, wo genau weiß, was er will und die anderen sind einfach angestellte Musiker. Und so ist es überall bei uns. Also wir sind einfach 4 gleichberechtigte Personen, die sich halt sehr gut kennen, weil wir Brüder zusammen ist. Und das hat Vor- und Nachteile. Aber umso spannender wird es vom ganzen Spektrum her, wie ich gehört habe. Es geht sehr, sehr breit, bleibt aber gleich schön in der Linie drin. Das ist eine sehr interessante Mischung, wirklich. Kompliment. Up in the Sky, ein riesen Erfolg, Platz Nummer 4 in den Schweizer Charts. Und das geht mit dem Debütalbum. Überrascht? Ja, wahnsinnig. Also die Erwartung hat mir keine gehabt, weil wir das jetzt alles das erste Mal auch alles erlebt. Es macht natürlich jedes Mal Spass, wie man sieht, dass wieder das Türchen noch immer mehr aufgeht. Man kann wieder etwas Neues erleben. Man ist jetzt eben am Gampel, oder? Sehr bekannt. Die Offspring spielen heute oben, wo wir uns besonders darauf freuen, das ich einmal. Und es ist einfach immer wieder mehr, wo man erlebt, neues Abenteuer und cool, wenn es so weitergeht. Was erwartet ihr von den Fans in Gampel? Weil die haben ihr bestimmt, habe ich schon gesehen. Ah ja, was hast denn du schon gesehen? Also,
Ja, Fans, oder? Aber so mit Jacken und so. Läuft ein Tisch so um, ja. Krass. Ich erwarte gar nichts. Also weißt du, irgendwie... Lass uns überraschen. Ja, wirklich. Wir haben irgendwie nicht die Erwartung, hey, das muss ein voll geiles Publikum sein oder voll lasch. Also wirklich, wir gehen einfach auf die Bühne. Und wenn es viele Leute hat, was mega Spass macht, umso cooler. Mal schauen. Schön, wie freuen ist. 77 Bombay Street singt auf Englisch. Das gehört jetzt wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber Mundart nie ein Thema gewesen. Mit so zwei schönen Dialekten, mit einem schönen Basler Dialekt und mit einem wunderschönen Bündner Dialekt, müssen wir sagen. He? Kein Thema gewesen. Nein, es war kein Thema gewesen, aber nicht, weil wir finden, nicht, weil wir irgendein Prinzip hätten oder so. Wir wollten nicht auf Dialekt singen, sondern einfach, weil es sich nie ergeben hat. Also, wir können alle recht gut Englisch, eben wegen Australien und haben einfach von Anfang an, ich habe schon, bevor ich in Australien war, habe ich schon auf Englisch Lieder gesungen. Also ich lasse mich überraschen, vielleicht plötzlich macht es irgendwie Klick und danach schreiben wir ein Mundart-Album, keine Ahnung. Aber Englisch macht einfach im Moment, glaube ich, allen mehr Spass zu machen. Also ein Mundart habe ich schon mal gemacht mit der Freundin zusammen. Ich und du. Oh, das sind noch innovative Titel. Ich und du. Und weiter? Geben zusammen zwei. Ich habe schon eins im Köcher. Und das heisst. Ambrief, Ambri. Ambrief und Ambri. Ja, das kommt gut. Das wäre sofort von 0 auf 1 in den Walliser Charts, denke ich. Von 0 auf 1 zu diesem Thema der kleine Privalo gewonnen. Hat man und MyCock Music. Jetzt eben der Erfolg mit Up in the Sky in den Charts. Ist da nicht jetzt ein bisschen Erfolgsdruck jetzt da? Wie geht es weiter? Mal, aber der war schon immer da gewesen, weil das ist schon vor dem ersten Album ist der da gewesen, weil das erste Album, das zweite Album finde ich jetzt auch, ist auch mega wichtig und also weißt, in jeder Beziehung, auch die Leute kennen uns schon, du hast gesagt, es kommen viele Leute wegen uns und wir haben irgendwie, oder wir sind noch nicht so lange eine Band und haben jetzt irgendwie mega uns können weitere Zeit gehabt, um uns weiterzuentwickeln und so. Von dem her ist schon der Druck gekommen, kann man echt das den Leuten auch geben, was sie erwarten und so. Und dann auch mit dem zweiten Album, aber eben, er ist schon immer da gewesen bei uns, weil wir haben vor eineinhalb Jahren gesagt, jetzt wollen wir einfach nur noch Musik machen. Und wenn das erste Album jetzt überhaupt nicht funktioniert hätte und so und wir nicht auf Gampel hätten können spielen, dann hätten wir vielleicht gesagt, okay, jetzt haben wir das mal gehabt, jetzt haben wir Musik gemacht, eineinhalb Jahre, wir haben es voll probiert. Und es lenkt nicht, dass wir davon leben können, jetzt hören wir wieder auf, oder? Und ist auch verständlich, weil irgendwie muss ja ein bisschen Geld reinkommen. Von dem her war der Druck immer da gewesen, und bis jetzt haben wir, glaube ich, recht gut können damit umgehen jetzt. Jetzt schauen wir einfach weiter vorwärts und gehen weiter. Ja. Kennen Sie den Moment von der Musik leben? Ja, wir leben jetzt schon seit zwei Jahren von der Musik. Halt natürlich sehr auf eingeschränktem Weg, aber es funktioniert. Und wenn man das Ziel vor Augen hat, nimmt man auch eher Verzichtungen in Kauf. Und so haben wir jetzt auch vieles schon erleben und erreichen. Produzieren die dir im Chalet selber in Graubünden? Nein, das könnten wir nicht, weil das ist erstens vom Know-how her. Ich meine, da brauchst du ja, du meinst jetzt CD produzieren, oder? Da brauchst du, also wir haben das Equipment nicht dafür und wir brauchen auch jemanden von außen, der uns da hilft mit diesen Songs, die wirklich zu entwickeln. Das bereichert es unheimlich. Wir haben einen super Produzenten, Thomas Fessler von Zürich, und mit ihm haben wir das erste Album gemacht und sind jetzt auch im zweiten Album Traum organisieren, wie wir es machen. Jetzt steht ein recht grosses Türli, oder? Was ihr jetzt durch die Schweiz macht, oder? Habe ich gesehen. Bierhübeli, Kiff ist mir geblieben. So Sachen. Ja, wie sieht es mit der Zukunft aus, wenn das nachher durch ist? Nächstes Album, oder wie? Also, wir haben jetzt ein paar Sachen, die im Ausland anlaufen. Also zum Beispiel, habe ich jetzt gerade gehört, sind wir letzte Woche in den Airplay Charts in Italien auf Platz 36 gesehen. Also dort fängt es irgendwie auch an. Und jetzt nehmen wir es einfach Notice No. Jetzt mal schauen, was dazukommt, was passiert. Wir freuen uns auf alles riesig. Also wir haben wirklich ein Traumleben eigentlich. Wir haben es gerade heute wieder im Bus davon gehabt. Hey, wir können jetzt auf Gampel fahren, können es voll geniessen.
Und ja, einfach das Hauptziel für die Zukunft für uns ist eigentlich, dass wir das geniessen können, was wir machen, die Freude an dem, was wir zusammen machen, nicht verlieren. Und alles nehmen, wie es kommt. Eben, das zweite Album gehen wir jetzt im Winter machen. Und jetzt noch die Herbsttour, wo wir uns auch brutal darauf freuen und dann mal schauen. Sehr schön, sehr spannend. Besonders wäre das mit dem Internationalen. Trick auch jetzt schon die Tüme. Vielleicht auch zum Abschluss. Habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, obwohl also wir hier international Multikulti sind, dem Walliser Publikum, also Gampel, etwas kurz und spontan zu sagen? Ein prüfender Britzel nicht? Wallis, ihr seid höher gut! Wir freuen uns auch höher auf heute oben. Ja, das ist nicht so. Ist das nicht so, Wallis? Auf heute Abend. Auf heute Abend. Das ist dann ja schon gut. Also, merci vielmals für das Gespräch. Alles Gute für die weitere Zukunft und wirklich weiter so. Das war 77 Bombestreet.